Köln. Paul Richter und Daniel Klattmann haben gerade ihren Dienst begonnen, als sie Zeugen einer furchtbaren Straftat um ein kleines Baby werden. Dankeschön, sehr freundlich. Sehr freundlich. Oh, guck mal links. Ach du Scheiße. Komm, Arnold, Bescheid. Boah. Hallo? Hallo? Was ist denn? Ach du Scheiße, ist ein Kind drin? Nein, mein Kind ist weg! Arno, 14 nach 20, brauchen einmal RTW. Ich bin runde gestürzt, vielleicht liegt es irgendwo noch verletzt. Ich bin runde in der Brücke. Vanessa! Wo ist das Kind? Das ist weg, das Kind ist weg. Wie weg? Es ist die Treppen runde gestürzt und jetzt ist das Kind weg. Warte, RTW abbestellen. Während Daniel Klattmann die nähere Umgebung nach dem Baby absucht, verständigt Paul Richter die Leitstelle. Der Fall wird immer rätselhafter. Das Kind bleibt verschwunden. Wir sind uns ja einig, dass das Kind jetzt nicht, ne, wenn der Kinderwagen runterfällt, dass das Kind einfach so in die Büsche fällt oder so, ne? Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Sie war auf jeden Fall oben noch da. Wie alt ist sie denn? Ein paar Monate alt, also sie ist noch relativ klein. Wie lange haben Sie denn diesen Kinderwagen außer Sicht gelassen? Beziehungsweise, was haben Sie... Wie gesagt, wir standen da oben, sie ist gekommen, wir hatten uns begrüßt, umarmt, wir hatten kurz geredet und... Wie ich geguckt habe, war der Kinderwagen schon am Rollen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ja. Ich weiß nicht, sie ist weg. Sie ist weg. Ja, das ist ja mehr als seltsam. Mehr als seltsam. Aber hier in der Gegend, ich habe jetzt mal um die Ecke geguckt, da oben. Hier sind noch keine Passanten und nichts. Die Beamten haben eine furchtbare Vermutung. Da das Baby unauffindbar ist, handelt es sich möglicherweise um eine Entführung. Plötzlich geschieht nur wenige Meter entfernt das Unfassbare. Ja, jetzt haben sich hier mit ihrer Freundin getroffen und haben aber nicht gemerkt, dass das Kind weg ist in diesem Moment. Nein, wie gesagt, wir haben uns getroffen. Wir haben uns abgewandt. Jetzt ist was im Raum. Alisa! Köln-Trennung BC. Köln-Trennung BC 7920. Komm. Hallo, da geht's zur Nahbereichsfahndung. Fahrzeug. Köln-Trennung. Bleiben Sie hier, wir fahren hinterher. 7920. Paul Richter und Daniel Klattmann nehmen umgehend die Verfolgung auf. Jetzt ist es furchtbare Gewissheit. Es handelt sich nicht um ein Unglück, sondern um eine Kindesentführung. Wir haben mittlerweile die Höhe des Fahrzeugs herausgefunden. Die Trennungskfz ist zugelassen auf einen Matteo Exner, 31 Jahre alt, 83, 85, Kartoffelhof 40 in Köln. Den Halter konnten die Beamten ermitteln. Von dem Fluchtfahrzeug fehlt nach wie vor jede Spur. Kannst vergessen, ist weg. Ja, wir haben vor Ort dann die Verfolgungsfahrt angesetzt. Man muss dazu sagen, Verfolgungsfahrten ist nicht so ganz ohne. Ab gewissen Geschwindigkeiten macht das einfach für uns keinen Sinn mehr, weil wir andere Personen im Nahbereich gefährden können, andere Verkehrsteilnehmer, die ja gar nicht wissen, dass wir da sind. Wir hatten den langen Weg zurück zum Auto. In der Zeit ist der Fahrer dieses Pkw schon mit Vollgas davongebraust. Das war natürlich für uns ein Problem, dann überhaupt nachzusetzen und in welche Gasse der abgebogen ist, dann überhaupt wirklich die richtige Fährte aufzunehmen. Das andere Ding ist, dass wir über Arnold Kontakt halten konnten und auch mitteilen konnten, um welches Fahrzeug es sich handelt. Das heißt, sie konnten die Nahbereichsfahndung auf diesen Pkw ausweiten und damit müssen wir nicht unbedingt unter Vollgas einem Pkw hinterherfahren. Tut mir leid, wir konnten dem jetzt so nicht nachfahren. Das ist zu eng und zu schmal hier, der war zu schnell weg. Die haben die Nahbereichsfahndung aufgenommen, die Kollegen sind dem hinterher. Sagt Ihnen der Name Matteo Exner was? Matteo, das ist mein Ex. Ex-Mann, Ex-Freund, Ex-Lebensgefährte? Ex-Freund, wir haben Streit um das Sorgerecht wegen Alissa. Das ist der Vater? Das ist der Vater des Kindes. Macht das Sinn, dass er da, wenn der Sorgestreitigkeit vielleicht so drauf ist, dass er das mitnimmt oder mitnehmen lässt? Ich weiß es nicht. Er hat halt so Andeutungen gemacht, so, dass er das Kind irgendwann mal zu sich holen möchte und ich wäre nicht so die gute Mutter. Aber woher soll ich wissen, dass er das wirklich macht? Fragen Sie mal den Kinderwagen zusammen. Und dann fahren Sie mit uns mit. Jetzt gilt es für die Beamten, keine Zeit zu verlieren. Sollte der Vater des Kindes so weit gehen und das Baby entführen, schreckt er offenbar vor nichts zurück. Das Leben des Babys ist in großer Gefahr. Sie haben gesehen, das Fahrzeug steht ja schon hier. Ja. Für mich wäre erstmal wichtig, dass Sie vielleicht nicht gerade sofort mit reingehen. Weil ich nicht weiß, was uns darin erwartet. Wie ist Ihr Ex-Freund, Ihr Ex-Partner so drauf? Nicht so das gute Verhältnis. Gewalttätig, also, ist er stark? Hat er Sie geschlagen? Nein, nein, niemals. Das hat er nicht, nein. Das heißt allerdings noch lange nicht, dass der Mann in seiner Wut dem Kind nichts antut. Die Beamten sind auf das Schlimmste vorbereitet. Guten Tag.
Moin. Sie sind aber nicht der Herr Exner. Ich bin die Freundin. Sie sind die Freundin. Grüße, Polizei Köln. Mein Name ist Richter, ist der Kollege Klattmann. Moin. Wer hat denn in kürzerer Zeit und in der Vergangenheit das Fahrzeug unten bewegt, der Wagen des Herrn Exner? Ich bin damit heute gefahren. Können wir kurz mal reinkommen, damit wir nicht im Treppenhaus stehen vielleicht? Ja, glaube ich, einfacher. Ist denn hier Ihr Freund auch da? Nein, der ist jetzt halt nicht da. Nicht zu Hause? Der ist halt nicht da? Okay. Gut, alles klar. Können Sie den mal anrufen? Wir bräuchten den mal. Vor Ort am besten. Ja, ich kann ihn mal anrufen. Augenblick. Das wäre super. Also Sie sagen, Sie hätten den Wagen bewegt, unten. Richtig. Der ist aber auf den Herrn Exner zugelassen. Genau. Ja? Wo waren Sie denn gerade mit dem Fahrzeug? Ich war vorhin einkaufen, allerdings habe ich das Fahrzeug dann nicht mehr wiedergefunden. Auf dem Parkplatz abgestellt und genau, nicht mehr wiedergefunden? Genau, nicht mehr wiedergefunden, aber vorhin war ich, wie gesagt, da beim Einkaufen. Okay. Überraschenderweise klingelt das Handy des Mannes in einem der Nachbarzimmer. Genau. Und jetzt nochmal, Sie haben doch gerade gesagt, er ist nicht da. Ja, er wollte eigentlich auf den Junggesellenabschied dieses Wochenende gehen. Ich kann nicht, ich hab's eben abgeblasen, mir geht's echt nicht gut. Was ist denn hier los? Unsere Alissa ist weg, wo ist sie? Was? Wo ist unsere Alissa? Wieso ich? Du musst sie doch haben. Wo soll sie denn sein? Unser Kind ist weg. Wie, wo ist Alissa? Was ist da los hier? So, mal ganz kurz zur Kenntnis für Sie. Wir sind auf der Suche nach ihrer beider Tochter. Am Ort des Geschehens haben wir ein davonfahrendes Fahrzeug feststellen können. Das Fahrzeug hat ihr Kennzeichen getragen und der Wagen steht jetzt vor der Tür. Motor ist auch noch warm. Ist sie immer unterwegs? Ja, sie sagte auch, sie hat gerade zugegeben, okay, sie war damit einkaufen, hätte das Fahrzeug gerade auf dem Parkplatz abgestellt, aber nicht mehr wiedergefunden. Genau. Aber jetzt steht er ja wieder vor der Haustür. Also wenn Sie sagen, ich kann es gar nicht erklären. Ja, wir haben das Fahrzeug ja gesehen. Ne? Also wie gesagt, nahe Bereichsfahndung eingeleitet, hier ist eine Menge Polizei unterwegs, die sucht gerade nach Ihnen, beziehungsweise nach dem Fahrer des Fahrzeugs. Wenn Sie sagen, Sie haben bis gerade geschlafen und Sie sagen, Sie sind gefahren. Magen-Darm, erklär das mal bitte. Das ist kein Pappenstiel, es geht hier um eine Kindesentführung jetzt. Ja, deswegen, das ist auch mein Kind. Also, ja, deswegen. Du weißt doch, ich war mit dem Auto heute unterwegs, einkaufen, und als ich zurückgekommen bin, war es weg. Es war weg. Das Auto. Wo ist die alles? Richtig. Und wieso ist das jetzt vor der Tür? Dann ich weiß es nicht. Das haben Sie als verstohlen gemeldet? Richtig. Diese unglaublich klingende Aussage überprüft Paul Richter umgehend bei der Leitstelle. Die Kollegen bestätigen, dass das Auto gestohlen wurde. Wann wurde denn das Fahrzeug Köln-Trennung Bertha Cäsar als gestohlen gemeldet? Ich muss besser auf mein Kind aufpassen. Was kann ich denn dafür? Hallo. Gibst du? Die Freundin des Herrn Exner wurde dann durch die Mutter des vermissten Kindes kurzfristig angegangen und die hatte das Handtuch vom Kopf gerissen. Wir haben dann sehr, sehr zügig feststellen können, dass die junge Dame keine nassen Haare hatte, also dieses Handtuch relativ nutzlos an ihrem Kopf hing. Auf der anderen Seite ist dann aufgefallen, dass sie unter ihrem Bademantel vollständig bekleidet war. Also die Hose war dann hochgekrempelt, sie hat ein normales Top angehabt, also hätte eigentlich nach draußen gehen können. Das war für uns natürlich dann so ein Punkt, wo wir gesagt haben, was soll das ganze Spiel hier? Wer läuft denn mit dem Bademantel rum oder duscht denn in Kleidung, die auch noch trocken ist? Also irgendwas passt hier nicht. Duschen Sie mal angezogen. Wo ist mein Kind? Wo ist mein Kind? Sofort. Frau Heckmann. Lena, bitte. Sag mir, dass du damit nichts zu tun hast. Wo ist mein Kind? Frau Heckmann, jetzt nochmal im Klaren. Ja? Sie wissen, worum es geht. Es ist hier kein Pappenstiel. Ja? Es handelt sich um eine Straftat, Kindesentführung oder Entführung. Und jetzt denken Sie nochmal ganz genau nach und denken Sie über danach, was Sie sagen, okay? Hier, DB-Meldung vor 35 Minuten. 35 Minuten? Ja. Also kurz nachdem das... Wie heißt sie? Ich wollte doch nur das Beste für uns. Wo ist mein Kind jetzt? Das kann doch nicht wahr sein. Hast du es entführt? Wo ist sie? Sie passt überhaupt nicht gut auf ihre Tochter auf. Wo ist sie? Du lässt sie einfach immer allein. Wo ist meine Tochter? Wo ist das Kind? Wo ist sie? Auf dem Balkon. Dann gehen Sie vor und zeigen Sie uns das. Wie geht das hier? In der Truhe hast du sie? Bist du nicht mehr? Oh mein Gott, Alissa! Ich hab gut auf sie aufgepasst, hier ist nichts passiert. Also ich persönlich halte von dieser Aktion natürlich mal gar nichts. Punkt 1, will ich mich nicht in die Lage der Mutter versetzen, wie man sich da fühlt. Zum Zweiten ist selbst der Vater augenscheinlich wirklich an die Decke gegangen. Das hat man, glaube ich, auch mitbekommen. Was wirklich die Beweggründe der Beschuldigten hier sind, ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Also ich kann jetzt auch nur mutmaßen, was in ihrem Kopf da vorgegangen sein kann. Das ist unter aller Kanone, zumal wir hier von einem Säugling sprechen, der eigentlich permanente Versorgung und Betreuung braucht. Alisa. Matteo, ich hatte es doch nur für uns getan. So, jetzt lassen Sie das mal Kind mal weg, ja? Bei uns will ich hier nie wieder sehen. Gehen Sie mal vor mit dem Kind jetzt. So. Matteo, bitte! Sie gehen jetzt auch ins Wagen hier, ich melde mich aber gleich nochmal nach.
So, eindeutig würde ich sagen, ne? So, 8 an, mitkommen. Ja gut, 8 brauchst du. Komm, geh, wirklich, geh. So, Frau Heckmann, ziehen Sie die Schuhe an, Sie sind völlig festgenommen. Ja, Sie beleidigen uns jetzt erstmal auf die Wache. Ja, natürlich, ich habe Ihnen gerade gesagt, was hier vorliegt am Strafrecht. Mutter, also so, ziehen Sie die Schuhe an. Ich bin leid, dass ich die beschuldigt habe. Nehmen Sie auch persönliche Sachspäne, oder was weiß ich, und dann ist gut. Ja, angezogen sind Sie ja glücklicherweise, brauchen wir keine Kollegin dabei. Ja. Arnold 1428, wir kommen einmal mit einer Person rein. Die Erleichterung bei der Mutter, ihr Kind wiedergefunden zu haben, ist grenzenlos. Ihr geschockter Ex-Freund hätte seiner neuen Lebensgefährtin diese Tat niemals zugetraut. Herr Exner, Sie bleiben jetzt hier mit dem Kind oder Sie bleiben hier erstmal mit dem Kind hier? Ich glaube, wir haben ein bisschen Redebedarf. Ne? Genau. Gut, machen Sie das am besten. Ihre Freundin oder ich weiß ja nicht, vielleicht Ex-Freundin ist jetzt völlig festgenommen. Wir werden sie jetzt mit zur Wache nehmen und dort alles weitere einleiten. Ja, klar. Okay? Selbstverständlich, ja, natürlich. Ihre Adresse haben wir, Telefonnummer, alles haben wir auch. Sie werden Post von uns bekommen. Sie müssen sich natürlich dazu schriftlich äußern, werden wahrscheinlich auch vorgeladen, um sich dann dort zu äußern. Ja? Sie genauso und Sie natürlich auch. Ja? Gut, dann sind wir erstmal weg. Schön, dass alles so ausgegangen ist. Vielen Dank und ja, mach es gut. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Danke für die schnelle Hilfe. Gerne. Okay? Warte gerade. Also, Nahbereichsfahren habe ich abgeblasen, den anderen Arm auch noch hinten. Matteo, bitte! Komm, geh, wirklich, geh! Haben Sie noch eine Jacke oder so hier? Möchte ich es mitnehmen, schon gesagt. Nie wiedersehen, nie wieder. Alles klar, ist eindeutig. Dann ab. Ich belehre Sie auf dem Weg, Sie brauchen sich der Sache nicht äußern, Sie können das machen, Sie brauchen keine Verwandten oder Verschwägerten belasten. Genau, Sie kennen den Weg. Sonst auch, ich halte Sie am Arm fest, damit Sie mir nicht fallen. So, Sie werden jetzt von unserem Erkennungsdienst nicht behandelt, das bedeutet, Sie müssen Fingerabdrücke geben, wir machen Bilder von Ihnen und dann haben Sie die Möglichkeit, mit einem Anwalt Kontakt aufzunehmen und dann schauen wir weiter, wie es weitergeht. Ja, zum Strafmaß können wir momentan nicht sonderlich viel sagen. Wir wissen, dass es sich bei Kindsentführung oder bei Entführung um Verbrechenstatbestand handelt. Verbrechenstatbestände werden mit Haftstrafen nicht unter einem Jahr geahndet. Wie sich das letzten Endes vor dem Richter darstellt oder was die Dame uns nachher in der Vernehmung noch sagen wird, das spielt natürlich eine gewichtige Rolle. Also letzten Endes müssen wir abwarten, was Ihr Anwalt sagt, was der Staatsanwalt sagt und was dann am Ende den Richter entscheidet. Aber von einem Verbrechenstatbestand ist bis dahin erstmal auszugehen.